So, willkommen zurück auf meinem Stream. Die zweite Map ist geladen. Alle Spieler sind auf dem Server. Sind gerade reingejoint. Sollte also bald losgehen. Leider, leider, leider haben wir die Held-Vs in den Teams. Das buggt also rum. Ich müsste CS neu starten. Wird aber alles zu lange dauern jetzt. Somit nicht wundern, dass die Held-TV-Server in den Teams angezeigt werden. D-Train ist die Map. Die letzte Map wäre danach D-Nuke. Mal schauen, ob Winfect hier auch SK2-0 die Schranken reißen kann. Können wir nochmal einen ganz kleinen Blick auf den Turnierbaum werfen, solange es hier noch nicht losgeht. So, Alternate hat übrigens die erste Map gegen Fnatic im Upper Bracket Runde 3 verloren. Winfect gegen SK sehen wir. Winfect führt 1-0 im Lower Bracket. Konnte sich Z Nation noch gegen 7-Eleven durchsetzen, müssen jetzt gegen die Lemon Dogs ran. Imba hat gegen Anexis erwartungsgemäß verloren und Anexis jetzt mit einem sehr schweren Los gegen ESC und Mod Esports gewinnt gegen Copenhagen Wolves, somit die alten Hasen auch aus dem Turnier ausgeschieden und Mod muss jetzt gegen Navi ran. So, Navi müsste dann im nächsten Match wahrscheinlich gegen ESC. Und der Sieger muss dann, schauen wir auf Teil 2, geht übrigens noch nicht los, wäre dann das Match hier wäre dann Navi gegen ESC und Alternate würde, wenn sie jetzt verlieren sollten, ich würde sie ja noch nicht abschreiben, würden hier unten ins Lower Bracket Runde 6 reinrutschen und müssten dann gegen Navi oder ESC spielen. So, hier erfolgen die Restarts im Spiel. Ich schalte wieder in-game. Winfect darf als CT starten. Immer abwechselnd. Vorhin durften sie jetzt Terror beginnen. Forest bekommt die USP. Und Winfect komplett A-orientiert. SK schon bitte raus. Forest. Deine Headshot schon an Hanu, aber viel HP noch. Boah, krasse Gegenfläche, das krasse HEs. Schön gepusht von Aslak. Krasse Pistol von Winfect. Aber Robban ist direkt drauf. Schöner Frag von ihm. Grundlinie wird noch super geblockt. Trace auch weggesprengt. Robban mit 9 HP wird da auch abgeaimt von drei Leuten. Ja, viel Spaß, Robban. So, Posi bekannt. Jetzt können ihn einfach easy ab. Ziel. Zack, da ist er auch weg. Erste Runde für Winfect. Besseren Start gibt's gar nicht. So, keine Bombe gelegt, somit auch keine AKs möglich für SK. Bringen jetzt noch ein bisschen Ruhe rein ins Spiel. So, gleich Mitte rausgehen. Aslak hat eine USP-Eco. Einen kleinen Spot. Hat jetzt auch den Kontakt. Die Bombe ist draußen und da wollen drei Leute jetzt Mitte rausgräben. Hanu steht aber noch on top. Macht einfach alle drei. Sehr schön von Hanu. Getrite, letzte Spieler, kann die Bombe legen. Oh, cooler Fake. Ich glaube, die Bombe war mit raus und war in der 3. Hat da gewartet. Bombe jetzt gelegt, zwar kein Frag, aber kaufen jetzt möglich. Haben auch ein zwei Top-Spawns. Trace und Face. Alle AK für AWP hat es noch nicht gereicht. Wird direkt zu dritt gepusht, interessant. Sie trauen
bauen sich halt direkt was. Wir haben da jetzt auch die Banks. Eskalade nach. Oh, gut, hey. Winfig ist übelst weit vorne schon. SK rechnet nie im Leben damit. Oh Gott. So, First weg, Alu wird jetzt am Sterben. Nein, wo sind denn seine Mates hingeschoben? Sind da zurückgegangen, warum auch immer. Verstehe ich nicht, hätte man locker alle haben können jetzt. Oh nein, jetzt nicht hochpushen. Ah, macht einen Frag mit. Nirim werden sie nicht rechnen. Ja, Nirim macht noch einen Frag. 2 gegen 3. Aslak ist auch schon da mit AWP, kann jetzt die kleine Rampe übernehmen oder große. Dirim kann sich da defensiv von irgendwo hinsetzen. So, da wird durch die Smoke rausgeschlichen. Dirim passt auf. Der letzte ist schon an der 3. Dirim macht ihn und kommt an die AK. Perfekte Runde 3 zu 0. SK wird eine Eco einlegen und dann direkt auf AWP gehen. Alles andere wird hier nicht zum Erfolg führen. Ohne AWPs gegen Aslak wird das ganz schwer werden. Und mit verlorener Pistole sind 3 bis 4 Runden als Terror schon sehr viel. Die Rim wurde abgeflecht. Kann jetzt nicht mehr Kisten lang backzielen. So, aber sehr souverän verteidigt von Basic und D-Rim. So, haben wir jetzt eine AWP bei Trace? Nein, haben wir nicht. SK versucht es direkt schnell Mitte raus. Mitte raus, Fake, innen, go. Was kann Alu da jetzt reißen? Kriegt die Hits. Oh, Get Right verschießt sein ganzes Magazin. Alu macht einen, Alu macht zwei. Wichtig von Alu, aber auch dumm gespielt von Get Right. Dass er da einfach so holzmäßig rausbangt. Er einfach weiterläuft. Zwei Schüsse in den Kopf, fertig. Ein. Das war super verspielt. Frost über den Connector. Dirim macht ihn. Nice. Fünfte Runde. Und der SK hat, seht ihr gerade, keine Schnitte. Achso, er ist Drim. Oder? Also, wieso D-Rim ist doch Knock-Knock. Es ist ja nicht D-I, also, ne? Es ist ja Englisch, also D-Rim. Oder Reem, D-Reem. D-Rim. Keine Ahnung, es ist ein verfickter finnischer Name, das ist doch. Für mich ist es D-Rim. Ist doch okay eigentlich. Ich weiß, es irgendwas bedeutet auf Finnisch, dann kannst du es ja direkt gerne posten. Also wenn es ein finnisches Wort ist, was ich nicht glaube. Das lag übrigens mit First Track an Face, Trace. Ach, Trace und Face sind ja auch so Namen, ey. Ich bin nur Medium am Fappen, Moron, weil Lirpes ja nicht da ist. Ich finde es echt krass, wie Winfect hier aufspielt ohne ihn. So, jetzt gerade aus uns das mal auf den Spot raufgekommen. Können jetzt immer in die Bombe legen. So, beide über CDBs raus, haben beide noch 100 HP. Forest steht da noch offensiv.
runtergeschaut. Das könnte ihm zu Verhängnis werden. Boah, keine Munition mehr bei Face. Robbans Posi kann man... Boah, nice, so ein Basic. 5 Sekunden, 5! Es reicht. Er hat bei ganz knapp 5 Sekunden angesetzt. Nice. Boah, wie verdattelt das war bitte von SK. Keiner schaut große Rampe. Forrest wird da komplett hier allein gelassen. Hat da nur kleiner Rampe im Blick. Misskommunikation da oder von Face ein bisschen Angst mit seinem Low HP. Hätte da mindestens spotten müssen. Forrest einfach keine Chance gehabt. Das ist gerade ein Lag. Schneller Kistengang, go. Endlich mal ein Flugzeug für SK. Da ist man raus. Headshot hat die Bombe, kommt jetzt auch gleich zum Legen. Sehr schön gemacht von Forrest, macht den Headshot. Manu. Also die Runde war mal sehr souverän für SK. Alu von hinten gepusht, konnte immer noch einen machen. Hey, an Face. Ja, wenn er da jetzt noch zwei macht. Das geht technisch nämlich gar nicht mehr so gut aus bei SK, aber macht er nicht. Erste Runde für SK Gaming. Und wie gesagt, das ist Train, das ist... Es ist jetzt nicht so krass, die Führung. Wie gesagt, SK Pistol verloren. Jetzt die erste Crypt Drone nach 7 Runden. Das ist doch... Ist jetzt noch nicht so schlimm, aber Winfect pushen direkt Kistengang, spielen da was direkt nach der verlorenen Runde. Gefällt mir. Katie blockt einfach nur offensiv. Alu spielt allein den kleinen Spot. Aslak hat noch AWP. Spottet da große Rampe rein. So, Robin. Gespottet. Alu schiebt gerade laut weg. Lockt da die Gegner ein bisschen. Aber SK ist natürlich nicht dumm, laufen da nicht rein und es wird ein Großsplit. Schön getimte Flash ist jetzt von Alu. Kommt da ein Hoppe ran, so jetzt Hanu und Alu. Das kann sie machen, Kistengang leider raus. Somit Probleme bei Alu, eine gute Pose jetzt zu finden. War der Frag im KG war einfach so wichtig. Hat das komplette Spiel durcheinander gebracht von Winfect. Hanu noch on top, wurde da noch nicht gespottet. Macht sogar 2. 3 und 3. Alle hinten an der Grundlinie, beziehungsweise an der 4. Hanu kommt auch von hinten. Jetzt komplett umgekehrtes Duell. Die T's sind hinten an der Grundlinie und die CT's kommen von vorne, aber die Frags fallen nicht auf Seiten von Winfect. Gegen die AKs auf die Distanz keine Chance. Zweite Runde auch in Folge. Ja, ist auch gut. Bei Alternate scheint es wohl noch nicht weiterzugehen. Sind gerade ein paar Leute zu mir rüber geswitcht. Yes, I realized that. So, was kann Alu machen am inneren Spot? Eine interessante Pose, aber macht er halt... halt keinen. Schlechte Pose, die T's laufen ja weiter und muss dann nachziehen und hat dann keine Chance gegen die AK.
machen. SK tritt auf. Dritte Runde in Folge. D-Ram kriegt seine Waffe wahrscheinlich auch nicht mehr durch. Robin ist schon da. D-Ram hört ihn aber. Robin macht ihn. Dritte Runde in Folge für SK. Die Frage ist, hat Winfic noch Geld? Scheint nicht so. So, diesmal doch Trace endlich eine AWP. Forest auch, Doppel-AWP bei SK. So, wie reagiert Winfic darauf? Aslak mit AWP. Recht schlechten Spawn und da habe ich noch eine gesehen bei Hanu wahrscheinlich. Bleib jetzt einfach mal auf Aslak die Runde. Kommt der KG was? Da kommt zwei AWP Tower auf die 5 von SK. Zeigt sich aber keiner. D-Rim wird auf den Top kommen. Basic blockt jetzt den Pop-Dog innen. Da kommt aber keiner. Somit kommt es nur noch D-Rim und Aslak gleich an. So. Durchgesprungen, keine Hits verteilt. Sagt Robin jetzt an. Winfect stellt gar nichts um. Haben auch keinen Grund dazu. Alu hat noch nichts gespottet am kleinen Spot. So, wir wissen jetzt, dass einer Mitte ist. Hallo da, Aslak gleich den Frag. Ah, muss da beides decken, ist nicht so gut. Oh, Timing ist da durchgekommen, hat Fußhit gesetzt. Noch mehr Pech für Aslak. Macht jetzt immer den Frag an Trace. Get right is low. Oh, schöner Schuss von Aslak. Wird jetzt geholt von Forest. Bombe ist aber Mitte down. D-Rim kann das ansagen. Basic ist auch mit zur Unterstützung da. Sie haben keine Ahnung, wo das Basic dort ist. Wichtigste Position jetzt bei Winfect. Stirbt aber gegen Forest. Zeigt sich da dumm. Ich weiß nicht, warum er sich da schon aus dem Zug hervorlinst. D-Rim noch ein. Alu letzte gegen Face. 1-on-1, 6 Sekunden. Face holt sich die Bombe und saved die Waffe. Sehr schön. Allerdings sehr viele Waffen verloren. SK hat auch einen Top-Spawn jetzt. Winfect steht schlecht. Haben vielleicht nicht so viel Equipment. Können den Go eventuell jetzt nicht gut aufhalten. Wenn SK jetzt schnell spielt, wäre es perfekt eigentlich. Machen sie auch. Perfekt spielt es aber auch gut. Wissen, dass sie mit ihrem wenigen Equipment kein... Boah, Gott, die Rim. Kein Go von hinten aufhalten können. Pushen dementsprechend vor an die Slots. Trade vermute den rechts. Er war aber die ganze Zeit links. Jetzt hat er ihn gesehen. Alu und Hanu. Trace macht den Hanu auf der 5. Getrade schiebt rüber. Ich glaube, Trace hat ihn schon gehört. Ja. Kriegt auch die HE ab. So, er weiß, dass ist links hinter dir. Ah. Getrade macht den. Fünfte Runde für SK. Das sieht doch schon gut aus. Fünf Waffenrunden. Naja, vier Waffenrunden, eine Echo. Wie gesagt, die Führung von Winfect heißt überhaupt nichts vorhin. Auch wenn es teils sehr eindeutige Runden waren, aber SK stellt sich echt gut auf das Spiel ein.
mal Full Eco bei Winfect. Keine Probleme von SK, die abzuwehren. Ich hoffe, mein Schlürfen stört nicht so krass. Aber der Tee tut gut. Schön die USP gesaved von Alu. Sechste Runde. Jetzt gibt es hier Lags. Ich hoffe, die liegen nicht an mir, sondern am HLTV. Ich schau gleich mal an den Netgraph. So, Kistengang wird gepusht. Sehr schöne Flash, schön getimed. Hanu hat leider nur einen. Trace direkt mit dem Refrag. Mitte ist auch schon raus. Alter, was ist mit dem HLTV los jetzt? Gibt's ja nicht. Oh, stirbt. Boah, D-Rim macht da einen extrem guten Job mit seiner FAMAS. Auf der 5, Aslak 4 vorgepusht. Immer noch einer unter der 5. Stirbt jetzt. Scheiß Lex, Mann. Was ist denn hier los? Ah, der LTV. Ich hab übelsten High-Ping. Ich hoffe, es liegt am LTV und nicht an meiner Leitung oder so. 207 ms. Alter. One-on-one Trace gegen Face. Trace gegen Face. Trace gegen Alu. Da sieht er ihn und macht den Headshot. Sehr schön. Halbzeitgewinn somit. Ups. Sicher für WinFact. Alter, tausender Ping. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Unschaubar gerade. Sehr schöner Push innen durch. Haben jetzt aber keine Deckung mehr oben. Alu kann es jetzt ansagen, immerhin. Schieben alle rüber. Lag, 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 pending, pending. Basic, hoppel, ruckel, hoppel, ruckel. Zur großen Rampe, die man schiebt jetzt auf. Frag für Aslak. Bombe ist down. Aslak mit dem letzten 9 zu 6. Ich guck mal ganz schnell, ob das an mir hier liegt. Nö. Also, im HLSW, die Pings zu den anderen Servern. Zu meinen Servern sind alle normal. Es muss am HLTV liegen. Deswegen habe ich einen normalen Ping. Ich reconnecte jetzt einfach mal. Ich hoffe, das hilft irgendwas. Liegt da mal HLTV? Alternate HLTV ist komplett down gerade. Okay, danke. Also ich habe normalen Ping im HLSW. Jetzt auch wieder hier. Zeit, Netcraft auszumachen. Stört mich nur. Pistole holt sich wohl auch SK. Oh,
Saubere Pistole. 5 HP noch bei Basic. Keinen einzigen Frag für Winfect. Ja, nach dem Reconnect läuft es im Endeffekt ganz okay. So, nette Eco von Winfect. Zwei Waffen geholt, Face Low. Aslak jetzt noch mit der Chance. Hanu meine ich. Macht ein. Oh, Face ist da am MTW. Wenn Hanu jetzt ein bisschen Glück hat, macht er. Ah, er rechnet nicht mit Face. Aber krasse Eco, Robin mit 1 HP, Face 14 HP. Gut beraten, jetzt zu kaufen, aber haben selber nicht genug Geld, leider. Und dafür die nächste Runde umso entscheidender. Wer deckt innen? Trace, Face. Okay, die Legs schon wieder los. Schön vorgame von Trace. Ausgleich, 19-9. So, da habe ich direkt eine AWP gesehen bei Aslak. Oh, das leckt hier behindert. Krass. Aslak spottet nur große Arme, da zeigt sich keiner. Face spielt den inneren Spot alleine. Da geht's jetzt vor. Ohne Fläche da eingenommen. So, durchgesprungen. Direkt der Go hinterher. Face kann gegen Flächen. Basic ist blind. Keine Chance, Fact zu machen. Kein Refract Trace schon da. Aslak schiebt über große Rampe. Oh, Face macht sogar Aslak. Krasse Runde von ihm. Winfect komplett White Walls aufgestellt. Einzige Chance, jetzt noch irgendwie rauszugehen und Robbern zu töten. Ohne Frag zu kassieren gehen, versuchen es aber trotzdem nochmal am Kleinen. Wollen vielleicht an die AWP kommen. Mal schauen, ob. Ah, Trace hat die große Rampe. Trace macht ihn. Hanu hat es ihm aber auch einfach gemacht. So, jetzt geht's raus. Und Face macht beide Führung für SK Gaming. Keine Bombe gelegt. Kein Geld für Windfact. Oh Gott, nice. Schöner Knife von Robin. Schön genascht die Eco von Getrite und Robin mit dem letzten Knife. Frag wieder gute Spawns bei Winfect, die jetzt auch wieder Geld haben. Halt so nervig. So, Robin stirbt am MTW, war glaube ich sogar noch blind. Das
gesagt, was kann er machen zum Spot? Betriebene Lags weiterhin. AWP ist noch an Spot, schiebt jetzt links rüber. AWP stirbt jetzt. Trace tot, Face letzte aus dem Z angesagt. Bombe ist hinten down. Sehr schön. Erste Runde für WinFact in dieser Halbzeit. 10. Runde. Somit overall. Ganz kurzer Ergebnis-Check bei Alternate. 3:3 auf den Nuke. Alles klar. So, AWP Tower diesmal bei WinFact zu 5. Zeigt sich aber niemand. Mitte reingebankt. Das schließt darauf, dass sie Mitte offensiv sind. So, was planen sie jetzt? Sieht nach einer Mitte Go aus. Boah, krasser Schlitz von Forrest. Robin und Forrest kriegen jetzt zu tun. Ein bisschen Pech von Forrest. Kriegt er die. Ah, sieht noch was. Kommt on top. Robin macht keinen. Devin Forrest von oben. Hat jetzt die Choco-Position. Schiebt laut runter. Sehr schöne Flashes von SK. Gut gespielt. Auch wenn Forrest da keinen mehr macht. Oh, Aslak im 1-on-2. Alu. Hinten durch. One-on-one. Getright gegen Aslak. Getright spielt das gut. Spottet da immer nur wieder an der Leiter. Aslak switcht sogar auf AK. 16 Sekunden noch auf der Uhr. Aslak rennt klein. Getright hätte da auch die Arme mitnehmen können. So, hat jetzt die Smoke gesehen. Bombe kann gelegt werden. Getright gibt Gas. Aslak müsste ihn gleich hören. Die Frage ist, ob er ihn schon an der. Ja, er vermutet den dort. Fuß. Schade. Schade, schade. Ah, das kann dann auch, kann man auch gewinnen. Allerdings super gespielt von Getright. Sehr schön reagiert. So, so ein kleines Ergebnis-Update machen. Ganz halt vergessen. Zack. Immer noch 3:3 und Game Pending. Aber nicht, dass die HLTVs jetzt komplett down sind. So, 51, 61. Okay, es geht weiter. Boah! Schöne Spray von Basic, ein bisschen reingelackt natürlich auch. Gegen Trace. Guter Rundenstart für die Finnen. So, drängen Getright zurück. Aslak noch einen wichtigen Frag. Sehr schöne Runde von WinFact. TW auch tot, super Runde. Aslak hat nach hinten. Zeigt sich Face da noch? Ne, macht er nicht. Gibt's nochmal ein Geschenk von FaZe. So, bringt seine Waffe durch. 11. Runde für WinFact. Mit der Anschlussrunde.
Contact B, Face steht da allein. Weiß nicht, ob sie wieder diesen. Schönes Movement. Nice. Schön Face aus dem Spiel genommen. Schöne Antitaktik. Boah, aber Trace, Mann, macht da zwei Frags. What? Krass, Trace macht einfach mal den dritten unmöglichen Shot, hittet er. Boah. Das ist so bitter für WinFact. Ja, das schreibt's auch Nasu. Hallo. Aber Hanua auch eine gute AWP. Macht zwei Frags und jetzt. Robban hat eine super Pose jetzt. Gut gespielt. Oh, WinFact. Macht das noch besser, schiebt drüber. Robban komplett outplayed. Kommt da jetzt immerhin an der Waffe ran. Will sie noch nicht picken. Vermutet dann noch ein Fake. Oder will einfach die M4 spielen. Die Farmers. So, da ist die Famas. Hanu mit AWP. Ich glaube, er hat ihn schon gehört. Warum liegt hinten? Och, aber man vermutet, dass er da ausgemoved wird. Oh, Robban macht's. Hat Kit 11 Sekunden. Das schafft er locker. Oh, da darf Hanu den Step nicht machen. Robban bringt auch die Arme mit. Super One on Two. Obwohl es echt gut runtergespielt war von WinFact, dass sie da nochmal wegschieben. Allerdings darf sich der Leger da nicht so holen lassen. Oder der da rechts stand. Einfach spotten, in Ruhe legen und dann zu zweit die Bombe verteidigen. Ach, die Runde war einfach mal sowas von verschenkt. Mit dem First Frag. Popdog offensiv, da muss der Reflect kommen. Hanu hat auch noch AWP. Schöner Schuss von Dirim. Z-Gang auch angesagt. Ist blind. Oh, schade, aber er stirbt an einer ganz guten Position. Hanu hat die Chance, die Bombe zu picken. Gut gemoved von dem Spieler. Weiß auch, dass Face und ist. Oh, schöner Spray. 36 HP überlebt. Nice, da ist direkt die Anschlussrunde wieder. Und es ist weiterhin sehr, sehr, sehr spannend. Viel knapper als auf Mirage. Das Ergebnis geupdatet. SK legt eine Full Eco ein, somit wird es gleich 13 beide stehen. Kontakt sich da klein vor, da ist niemand. Aslak macht da sogar. Ne, sollte da aufpassen. KG ist nämlich schon raus. Weiß nicht, ob Forbes das gesehen hat. Er hat sich, glaube ich, hinter der Kiste versteckt. So, gehen jetzt große Rampe raus, gute Entscheidung. Gehen SK komplett aus dem Weg. Worüber versucht SK jetzt? Aslak und Hanu decken da nach hinten im Tower. Kranken Gesichter. Alle noch kurz in den Tod gerannt. 13 beide.
SK kauft immer noch nicht. Scheint noch kein Geld zu haben. Ja, also Doppelspar für SK. Ne, die habe ich gesehen. Eine Flash ist am Start. Wollen da Mitte rausgehen. Faken das vielleicht auch ein bisschen, dass sie Winfect noch nicht direkt weiß, dass sie noch in der Eco sind. So, Poppe wird nur defensiv gedeckt von Winfect und sie finden schon wieder die Lücke. Das ist krass. Übrigens dieselbe, fast dieselbe Aufstellung bei SK, nur dass Robban diesmal innen ist. Sie machen sogar einen AWP Tower. Ohne AWP am Kistengang. Hier passiert gerade gar nichts. Ah, das wird jetzt interessant, aber sehr schön mit dem Flash. Schöner Aslak. Nice. Zweiten macht er auch. KG Go kam auch. Aslak mit dem dritten und Robban ist am kleinen Spot, kommt über Z-Gang. Vierzehnte Runde für Winfect. Haben jetzt alles in der Hand. SK mit dieser Doppel-Eco auf jeden Fall Geld für AWP. Namentlich bei Trace. Kurze Fake und innen direkt der Anschluss Go. Face kriegt da schon Damage ab. Face ist außen und nur Getright deckt den inneren Spot. Der hat dicke Probleme. Aslak macht halt schon wieder einen First Track und Getright stirbt ohne einzigen zu machen. Aslak mit dem zweiten. Trace geht schon auf Safe-Jagd, auf Spartour. Das ist das Draw für Winfect. Nice Taktik auch. Irgendwie schnell Poppe runter, da übelsten Stress gemacht, Face unter Bedrängnis gesetzt und dann direkt zum Kleinen gefahren. Catwright hatte da unter drei schlechte Positionen, war glaube ich auch blind, konnte keinen einzigen Frag machen, aber Aslak hatte schon wieder einen First Frag setzen können. Ich weiß nicht genau wo. Wahrscheinlich im Z-Gang. So, Draw safe für Winfect. Kommt es hier zu einer Overtime oder macht Winfect hier alles klar? 2 zu 0. SK legt sich was geht, kauft sich zusammen was geht. So, Frost unter Bedrängnis. Den First Track. Zweiten gute Hits an Aslak. Forest im Reload. Hat ein bisschen Glück, dass da Mitte nichts kommt. So, Face wird jetzt wieder am inneren Spot berannt und macht wieder keinen. Also sehr schlechtes Spiel von Face. Inneres Spot. Auf jeden Fall die Schwachstelle. Aslak einfach. Er ist einfach so ein Tier. Er macht halt unglaublich viele Frags mit seiner AWP. Okay, den macht er jetzt nicht. Dafür. D-Rim auch schön runtergeschoben, nochmal defensive Propose genommen und SK verliert 2 zu 0. Wie krass ist das denn? Dass Winfect hier SK 2 zu 0 schlägt. Heftig, heftig. Krass, krasser Winfect. Wow, hätte ich echt nicht gedacht. Das ist gut, eindeutig war es jetzt nicht. Auf Mirage ging so. Puh. So, schauen wir nochmal ganz kurz auf den Turnierbaum. Hallo?